bitte nu, bitte nu, Junge, bitte nu. Ja, verdammte Axt. Das Problem ist jetzt, dass der da draußen wütet ohne Ende. Erstmal einen bunten hier absuchen kann. Hier ist ja schon mal eine. So, hier kann man am Generator eine abzwacken. Problem ist, wo ist der Rest? Trotzdem, wie schön. So, hier muss ich ihn irgendwie hinlocken. Bootschuppen. Bootschuppen ist der Hüt. Das gibt's doch gar nicht. Mann! Okay. Da ist noch was zum Lesen. Hier können wir noch eine Sicherung mopsen. Und der rastet hier aus. Der rastet hier einfach aus, Herr Typ. Yo, Mike. Mir steht ständig Kisten vor meiner Garagenentlüftung. Ich brauche die Entlüftung, sonst erstick ich am Farb- und Gasdämpfen. Wer soll denn noch deine Boote reparieren, hä? Denk mal darüber nach. Oh, nee. So, es wäre natürlich schön, wenn er mal herkommen würde. Und sich dieser Kiste irgendwie annimmt. Alter! Hooray! Das hätten wir geschafft. Okay. Everybody.
Ja, das wäre jetzt nicht so der Ausweg, den ich mir dachte. Käse. Irgendwie muss ich da raus. Wie kriege ich ihn da vorne vorbei? Knifflig. Okay, cool, 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 cool. Nein, geh da rein, Alter, geh da rein. Hui, 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 hui. Eine Sicherung. Ruhe, bitte. Falschen Handlungen, Handlungen einer Lieferung müssen wir so viel, wir müssen uns um Schadensbegrenzung bemühen. Okay. So interessant, wie ich jetzt da oben reinkommen würde. Ist jetzt so ein schöner Steg, aber das war denn hoch. Außer. Ah, okay, na klar. Komm noch mal her. Na los. Komm, mein schleimiger kleiner Freund. Mach diese Kiste hier kaputt. Sei ein guter Blob. So. Und der Preis war fast so müde. Tempo. More Tempo. More Tempo gut. Kriegt er mich hier? Ja. Warte mal, warum kriegt er mich hier? Ich glaube, es hackt. So. Na du, den jetzt aber flink. Zack. Und hier rein und... auf geht's. Drei Sicherungen. It's a fuse box. Success. Success. Fits perfect. Success. Fits perfect. Mit Hilfe des Brückenkrans. Okay. So was. Okay.
Hä? Warum soll ich denn jetzt wieder auf den Kran hoch? Steht einfach zu nah dran. Hä? Moment. Moment. Verwende einen Weg zum Lichtern, verlassen mit Hilfe des Brückenkrans. Ja. Komisch. Wie soll ich den jetzt bitte verwenden? Er ist ja nur komplett im Arsch, Alter. Oder ist... Ah, fuck, das ist der Brückenkran. Das ist der Brückenplan. Der Brückenkran. Oh, shit. Okay. Oh, nicht gut. Halt jetzt nicht alle Furznase an. Please! Mann! Hey, schaff da. Die fucking Ronimo! Jawoll! Geil, er hat es wirklich Ruhe geschafft. Nicht schlecht. Aber. Bitte? Zum Leuchtturm durcharbeiten. Bravo! It only took you an hour to find your way past a chain link fence. That light you've been carrying around seems to be losing its brightness. Perhaps like you, it needs to be put in its place. Ist ein Arsch, bleibt ein Arsch. Einfach mal ins Klipp und klar, sagt der Typ. So, lass uns jetzt einmal komplett durchmunitionieren. So. Und wir treten jetzt... Oh Gott, was ist denn da hin? Smells like a secret. Munition, sehr gut. Dieser Tunnel führt nicht mehr zum Steinbruch oder zu den Depots. Also eigentlich schon, aber nicht nach seiner explosiven Episode. Aha, okay. Gut. Dann eben nicht. Schade. So, und jetzt kommen wir in den Leuchtturm rein. Nein, Alter. Echt jetzt? So, der jagt uns jetzt hoch, oder? Jetzt haben wir quasi zwei Stressfaktoren. Einmal ihn und das rote Auge.
beides nicht geil. So, beide weg als Käse frech umgehen. Oh, ab deinen Scheiß hier zu werfen. So. Auge vorbeikommen lassen. Gas geben. Glaube, Spinner, Alter, ey. Darf da halt nicht rein. So. Nun betreten wir den Leuchtturm. Es ist jetzt 14.49 Uhr und ich bin am Icarus Point. Ich schaue auf das weite Meer hinaus und bin traurig. Ich weiß nicht warum, die Traurigkeit fand Einlass in meiner Brust. Ich zog mein Hab und Gut ein und sie ist sofort breit gemacht. Das ist dumm. Der Doc sagte, ich sollte es rauslassen, wenn mir danach ist, mich zu äußern. Aber mir tut der Hals weh und ich, ehrlich gesagt, will ich nur sagen, dass ich traurig bin. Ich sage es, ohne zu wissen, für wen. Ich sage es dem Meer. Ich bin so traurig. So, mach damit, was immer du willst. Oh Mann. Ein Schlüssel, ein Bojenschlüssel. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Eine rote Lampe. In der Highschool versteckte ich mich gerne in der Dunkelkammer. Ich war nicht einmal Mitglied im Fotoclub. Das rote Licht beruhigt mich. Es war ein Schein für meinen gesunden Verstand. The door is all chained up. It's no use. Oh, got it. So, okay, die Uhr. So, die 1 sieht ein bisschen komisch aus. Was? Mal Scherbe fragen. So, Mann. Der Fernseher. Okay, cool, das ging einfach. Mehr Glück als Verstand gerade, wirklich. The door fits perfectly. Okay. Okay, alles klar. Gut, wir haben alle drei Schlüssel. Dann lass uns doch mal erstmal alles wegessen.
jetzt telefonieren? You think you can replace Alan's broken personality with a new one? Simply change it like a light bulb. Go ahead. I can't wait to see it break in your hands. Toll. Also lass uns den Leuchtturm hinaufsteigen. Wie sinister das hier aussieht. Fenster. Ja. Tatsächlich ist halt die Frage, ne? Was können jetzt versuchen, seinen Geist da oben irgendwie zu befreien? Oder schlicht und ergreifend, ach ja, wahrscheinlich hat er einfach die Glühbirne ausgewechselt. So, komm. Time to shed some light. Of course, no power. Echt jetzt? No power? I need to figure out a way to restore power. Oh, Mann. Und das alles ohne Aufzug hier. Sagt ihr jetzt bitte den Strom wieder anmachen? Jetzt haben wir es begonnen, hast Desmond. Schön. Ach du Schande, wo sind das denn? Der Generator zeigt Zeichen des Verfalls. Manchmal, wenn er bei Reinigungsarbeiten abgeschaltet wird, braucht er einen kleinen Anstoß, um wieder in Fahrt zu kommen. Seltsamerweise kann ich das nachempfinden. Schön, toll, toll, super. Toll! Aber das ist doch nicht dein Ernst hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Natural darkness here.
Grundzeug pusten, schubsen oder was? Ach, guck mal, wir haben hier ein kleines Brett dran gekeilt. Das war doch Schleimo. Und soll ich jetzt was? Reicht das jetzt? Reload. So. Schön. Okay. Ich befürchte das Allerschlimmste. Scheiße, hört ihr nicht, mein Freund. Oh, das Licht! It's okay. The ship, the fire, those weren't your fault. Whatever this chemical is, it's gotta be the source. Braver than you know. Alan's madness came on just as suddenly as Virginia's did. I have no doubt their cases are linked. I need to follow the chemical trail. See where it takes me. Ja, Mann, Alter, wir haben Alan befreit. Oh. So, dann müssen wir also herausfinden, woher quasi die Chemiespur stammt. Das ist eine Chemiespur folgen. Oh, großartig. Großartig! Oh. Let's get back. Get back to my office. You've reached the office of Dr. Desmond Wales. Please leave a message after the tone. Doc? Doc, are you there? Why would you be there? It's the middle of the goddamn night. This is bad, man. I don't even know what's happening. I swear, Doc, I didn't even know it was supposed to come through. I'm pretty good at getting a copy of the log from the wharf. I know what's coming in. It's not even my job. I just like to be prepared. But that ship, it said nothing about that ship, man. And then the bulb quit on me, man. When I needed it the most, it quit on me. Everything was so dark. And then boom, the ground. Is shaking. I went down there. I wanted to help. I wanted to make sure no one was hurt. But man, I don't know. There are monsters down there, Doc. I swear. I can see them in the shadows. They move around when I'm not looking. They try to grab me into the floor, Doc. I'm losing. Oh man, Alan, Alter. I found one of those flare guns. Someone must have dropped it. Gotta fight darkness with light. How could I not see it sooner? Gotta fight. Wait. They're here. They're here! The men in black! Oh, weird. That guy Nygaard is here. I've seen him around. Around you, man! I gotta warn them, Doc. They don't know about the monsters. Gotta fight the darkness with light, man. Oh, fuck, I thought he wouldn't know it.
Okay, wir sind wieder zurück in unserem Büro. Hey, Kitty. You're back. Good. I was getting worried. Things are starting to become unstable around here. How so? The ground is shaking and the water outside is rising. I know what happened to Alan. I know. I saw. Alan mentioned that driver you were treating. Max Nygaard? Classic bag of cats, that guy. There's probably a door to his house here as well. Yeah, I was thinking the same thing. Oh, man. You haven't been petting other cats, have you? No. Muss ich jetzt erstmal machen. Das ist meine Katze. Touch the fur. I just licked it. Patientenname, Alan Shaw, Alter 33, Diagnose, Albtraumstörung, Phobie vor der Dunkelheit, schizotypische Merkmale, Umstände der Behandlung, Patient sucht von sich aus Behandlung, hat Probleme, sich über längere Zeit in der Dunkelheit aufzuhalten und hat wiederholt Albträume, in denen Schatten sich bewegen und größer werden. Er hat Angst, von den Schatten berührt oder konsumiert zu werden. Persönliche Geschichte. Geboren, aufgewachsen in Montauk, New York. Zog im Alter von 18 nach New York City und kam dann mit 22 nach Milton. Patient hatte kontinuierliche Angst vor der Dunkelheit seit frühester Kindheit. Die Albträume konnten eine Manifestation der Phobie sein, die diese noch verstärkte. Das zwanghafte Verlangen, das Licht immer anzuhaben, wurde von den Eltern des Patienten geduldet und sehr wahrscheinlich hat diese Beschwichtigung das Problem verschärft. Die Eltern des Patienten waren beide starke Raucher und beide starben im Abstand von nur einem Jahr an Lungenkrebs. Alan war zu der Zeit 16. Vermutlich verbrachte er die letzten zwei Jahre bis zum Auszug allein. Psychologische Notizen. Patient hat Leben und das Bedürfnis, immer Licht zu haben, angepasst. Dazu gehört auch der Betrieb und die Wartung der Icarus Point Leuchtturms, wofür er seinen Job als Mechaniker im Pandora Hotel aufgab. Der Patient fühlt sich in Gegenwart von anderen merkwürdig, bevorzugt ein einzigiger Lebensstil. Der Patient wohnt direkt neben dem Leuchtturm. Der Patient drückt manchmal seine Begeisterung aus, seine Phobie betroffen, wenn seine Phobie betroffen ist und genießt durchaus den Kitzel, wenn er verängstigt wird. Könnte auf masochistische Züge hindeuten. Ergänzend wurde ins NLH eingeliefert, nachdem er fast tödliche Verbrennungen in der Nacht des Schiffunglücks erhielt. Zustand komatös. Wow, Alter, was für ein Mann, Alter, für Schicksale sind das. Oh, Mann, das ist ja schon heftig. Okay, Leute, wir haben 2 von 4 Fällen gelöst. Wir sehen uns beim nächsten Fall.